Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, hätte Bayerner einen ganz großen Fehler gemacht, hätte Bayerner einen fremden Teddy verkauft. Ja, Tatsache. Und zwar wollte die Dame hat ja ihnen den blauen Teddy abgekauft, den Handwerker. Also der hat mir zwar auch gefallen, aber sie war schneller. Und dann wollte ich ihr an für sich beim Kauf helfen und wollte den Bären sprechen lassen. Er sagt, um Gottes Willen, das ist meiner. Ja, also ging es nicht. Jetzt kommt natürlich die Folgefrage. Die Teddys, die Sie selber herstellen, die leben ja irgendwo. Das ist richtig. Jeder Teddy ist mir ins Herz gewachsen. Vielleicht haben Sie es gemerkt eben. Ich gebe die gar nicht gerne aus der Hand. Ich hatte vorhin auch einen verkauft, einen schönen großen, den ich schon recht lange eigentlich auch habe, auch immer gehütet habe. Der stand immer ein bisschen im Hintergrund, aber er fand eine Liebhaberin. Und ich habe die Dame auch gefragt, ob sie sich wirklich freut auf ihn. Und sie sagt, ja, er ist für mich, er ist für niemand anders. Und den konnte ich ihm wirklich auch guten Gewissens mitgeben. Es ist wirklich so. Ich bemühe mich, Teddys zu fertigen, die freundlich sind, die mir richtig was geben. Ja, die lächeln, die auch, wenn jemand kommt und die sieht, der sich auch freut und sagt, ach, ist sehr niedlich. Ich mag. Das ist Geschmackssache, aber ich mag zum Beispiel keine Teddys, die griesgrämig gucken, die keine richtigen Proportionen haben. Die bedrücken mich. Und von daher bin ich immer froh, wenn jemand kommt und sagt, der gefällt mir, den nehme ich mit. Und ich komme nochmal auf diesen Teddy hier zurück, den Sie schon sprechen lassen wollten. Dieser Teddy ist nämlich das Bindeglied zwischen uns beiden. Da muss ich mal jetzt wirklich ein Lob aussprechen für diese Ausstellung, die ich jetzt auch schon ganz oft besucht habe. Man lernt einfach nette Leute kennen. Dieser Teddy sitzt quasi als Verbindung zwischen Keramik und mir, zwischen Ina und mir. Wir kannten uns vorher auch nicht. Und es ist eine wirklich große Bereicherung in verschiedenen Punkten. Zum einen, in unserer schnelllebigen Zeit ist es einfach eine tolle Sache zu sehen, wie sich Leute präsentieren mit den Dingen, die sie herstellen, dass sie überhaupt welche herstellen und dass sie Freude dran haben. Und heute ist nun auch so ein ganz besonders beispielhafter Tag. Heute war nämlich nicht viel los, muss ich mal sagen. Durch die Orkanwarnung hat sich keiner rausgetraut. Und wir haben uns aber alle untereinander getröstet und haben uns gesagt, wir sind hier. Wir sind hier, wir freuen uns aneinander, wir kaufen uns auch ein bisschen was ab. Wir gehen nicht jetzt in die Gropiuspassagen, die haben ja heute auch bis 24 Uhr geöffnet. Wir machen hier unser Geschäft und haben Freude dran. Und das ist eigentlich der wahre Kern dieser Ausstellung, dass Menschen zusammengeführt werden, gibt ja viele Gruppierungen, aber auch gerade das hier. Und ja, quasi auch so ihr Inneres nach außen kehren, um zu zeigen, daran habe ich Freude. Gut, wenn es noch ein paar Euro einbringt, ist es auch nicht verkehrt, kostet ja auch alles Geld, das Material und so weiter. Und ich finde es natürlich ganz, 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 ganz schade, ja, dass es nun jetzt erstmal das letzte Mal sein soll. Wobei hat Zima da gar nicht irgendwie eine Schuld oder was trifft. Der hat es wunderbar gemacht die ganze Zeit. Aber es wäre ein Verlust. Es wäre ein Verlust. Was natürlich ein bisschen doof ist, muss ich ehrlich sagen, als eifriger Steuerzahler über viele Jahrzehnte, dass wir nun hier auch schon quasi Eintritt zahlen müssen. Das hat mich ein bisschen, ja, befremdet. Nicht, dass man es jetzt nicht kann, aber ein bisschen befremdlich fand ich es schon. Nun gut. Ja, das Problem ist ja eigentlich, um das mal anzusprechen, das Hobby muss Hobby bleiben. Und wenn das Hobby dann wirklich Geld kostet, wie es eigentlich wäre, jetzt in diesem Fall, dann macht es dann auch Ihnen keinen Spaß mehr. Denn Sie wollen sich ja auf der einen Seite präsentieren, aber auf der anderen Seite die Wärme ausstrahlen, die Sie mit den Teddys hier tun. Und wenn dann die Kosten immens steigen, ist das natürlich sehr schlecht. Ja. Dann ist auch die Freude nicht mehr so die große. Aber wollen wir das Thema mal vielleicht lassen? Denn ich sehe da einen Trompeten-Teddy, Trompeter-Teddy, dann sehe ich einen Berliner Teddy, dann fällt mir eine ganze Menge hier ein. Dann sehe ich so einen
Teddy mit Hasenohren. Und das sind Eichhörnchen. Bitte? Eichhörnchen sind das. Ach, da bin also ich vielmals um Entschuldigung. Ja, nee, das können Sie von hier hinten auch nicht so gut erkennen. Aber von vorne kann man es, glaube ich, erkennen, was es ist. Da haben Sie mal was anderes gemacht. Ich bin mal ein bisschen fremd gegangen. Ich dachte, meine Güte, immer nur Teddys, mach doch mal was anderes. Und es kam nun bei raus, die kleinen Lämmer mit ihrer Mama dazu, österlich angehaucht. Und halt eben die Eichhörnchen, die im Winter schon entstanden sind, als es eben noch mit den Nüssen sehr aktuell war. Jetzt ist es schon auch nicht mehr so. Ja, und man muss auch mal ein bisschen sein Können erweitern. Ja, aber jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, was mich eigentlich besonders begeistert, ist diese Familie hier, ihr Vater und Mutter kennt. Ja, also das muss ich auch sagen, weil die sich so lieb angucken. Da habe ich auch überlegt, ich versuche ja immer, die Teddys so zu präsentieren, dass sie was aussagen. Es widerstrebt mir, die so in einer Gruppe hinzusetzen, alle hintereinander oder auf einen Haufen. Für mich sind es ja kleine, naja, Lebewesen ist jetzt übertrieben, aber Geschöpfe einfach, sind ja meine Geschöpfe. Und die sollen auch was aussagen und die sollen... Naja, die werden so ein bisschen vermenschlicht natürlich, ist klar. Und da versuche ich immer so aus dem Leben irgendwas darzustellen. Und in dem Fall bot sich das wirklich an. Erstens mal sind sie sicher sehr ähnlich, ne? Muss man ja mal sagen. Ist zufällig entstanden, ist ja immer fließend. Dann gehen wieder welche weg, kommen wieder andere dazu. Und das ergab sich nun so wunderbar. Und vielleicht spiegelt es ja auch so ein bisschen meine Liebe zur Familie wieder. Das kann schon sein. Wir sind auch eine große Familie und... Das entsteht so dadurch. Würde ich mal vielleicht mal ganz kurz von mir erzählen. Ich habe nur auch ein paar Teddys. Und jeder Teddy hat seinen Ursprung. Kriege ich von dem einen oder von dem anderen geschenkt. Und jeder Teddy hat natürlich einen Namen. Und wenn man so in meinem Fall 300 Stück hat, ja, dann weiß man nachher nicht mehr, wie man welchen Namen gegeben hat. Also fängt da dann schon die Buchhaltung an. Aber die Buchhaltung ist eigentlich gar nicht so wichtig, denn die Viecher haben eine ganz andere Aufgabe. Sie sind nämlich die Bindung in der Familie. Denn meine Viecher können alle reden, die können sich unterhalten und können auch der Mutti mal sagen, hör mal zu, das gefällt mir nicht, oder Mama, wie hast du dir das gedacht? Oder die Teddys kommen von Mama zum Papa und werden dann mal deutlich sagen, wo der Schuh drückt. Also auch wieder, so wie Sie das eben gesagt haben, das Bindeglied zwischen den Menschen. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende gerade bei diesen Stoffteddys. Dass sie ja nicht nur Stoffteddys sind, sondern dass sie mit in die Familie hineinkommen und oftmals, wie in diesem Fall hier, die Menschen ein Leben lang begleiten. Ja, und dann auch nicht nur Stoffteddy sind, sondern Familienmitglied. Ist das richtig? Das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Und ich kann es insofern bestätigen, es war ein bisschen anders, als Sie das mir jetzt erzählen, aber ich habe 10 Enkelkinder. Und die sprechen in den verschiedenen Altersstufen von 2 bis hoch sehr auf Teddys an. Es hat jeder auch sein Nee von mir auch fertig und die liegen da im Bett und haben Spieluhr drin oder nicht. Und die Teddys können alle sprechen. Und die kommen dann auch an und sprechen zum Beispiel mit dem kleinen Tom, der ist 5. Und sagen ihm, dass er sich jetzt wirklich mal die Hände waschen sollte oder solche Dinge. Und dann unterhält sich mein kleiner Tom mit dem Teddy. Nicht mit mir, der weiß genau, ich spreche. Aber ich bin in dem Moment völlig ausgeschaltet. Und dann spricht er mit dem Teddy. Also auch wie eine Handpuppe quasi. Ne? Das geht auch mit den Teddys. Und so machen wir es auch. Das ist total klasse. Sie glauben gar nicht, was man da bewirken kann. Das klappt auch eigentlich unter Erwachsenen. Bloß die Erwachsenen sollten sich mal den Mut nehmen, zuzugeben, dass sie erwachsene Kinder sind. Das ist natürlich eine Idee, die ich so noch nicht aufgegriffen habe. Wenn ich den Großen, den Erwachsenen was sagen wollte, habe ich es nicht mit dem Teddy gemacht. Oder nicht so direkt. Nicht so direkt wie bei den Kindern. Aber das ist durchaus, ja, liegt sehr nah. Gute Idee.
Ja, nun gibt es Zeiten, wo man dann die armen Viecher zur Seite packt. So ist es mir damals gegangen. Ich habe meinen Teddy damals auch in der Familie gehabt, von den Eltern geschenkt bekommen, dann auch mitgenommen. Hat er nur noch ein Auge gehabt und das eine oder andere hat nicht mehr so ganz geklappt. Fell war kaputt und ja, dann hat es am Schrank gelandet und irgendwann hat meine Frau dann rausgeholt und dann hat sie ihren dazu gepackt, naja, dann war die Familie komplett. Ja, und das ist Ja. es nämlich. Ja. Sie hat ein Teddy-Mädchen, ich habe einen Teddy-Jungen und also klappt das. Ja. Ja. Aber dem folgten dann mehrere hundert andere. Aber das sind nicht nur alles große, sondern mitunter auch ganz kleine. Also so manisch bin ich nun auch wieder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir aufgeschwatzt worden von meiner Frau. Und zwar die Sammelschildkröten. Ich Aber wenn weiß, ich ihnen sah, wie viel die hat, das glaubt keiner. Ja. Und nun wollte sie ein Alibi. Und dann hat sie den Teddy vorgeschoben. Aber das ist eine Liebe und eine Leidenschaft geworden. Ja, Sehen muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn ich eine kleine Geschichte noch dazu sagen darf, ich habe ja auch mal angefangen, Teddys zu nähen. Ich konnte das ja nicht immer. Ich habe das von einer Lehrerin gelernt. Ich habe in der Schule gearbeitet und die hatte das da kundgetan und sagte, mach doch mal mit. So, dann habe ich das versucht zu lernen und habe dann ganz stolz meinen ersten Teddy genäht in Alleinregie und habe den aber verhunzt. Habe irgendwie den Kopf falsch genäht. Jedenfalls, der hatte so eine Himmelfahrtsnase und sah ganz komisch aus. Zu dieser Zeit musste meine Tochter damals beruflich nach Meiningen und sagt, Mama, kann ich den mitnehmen? Und sie hat diesen Teddy mitgenommen, der war ein bisschen hässlich, aber sie hat ihn geliebt und der hat ihr wirklich, ohne Witz, der hat ihr Trost gespendet, bis sie dann wieder in Berlin war. Und der sitzt heute noch, ist schon ein paar Jahre her, in ihrem Schlafzimmer und den wird sie auch nicht hergeben. Wirklich. Also da dachte ich, du meine Güte, wenn es jemand sieht, der war nun wirklich noch nicht so gelungen. Ne? Man übt ja auch erst mal ein bisschen. Aber der hat ihr richtig was gegeben. Das fand ich toll. Das hat mich so gefreut, dachte ich, das gibt's gar nicht. Das gibt's, ich kenne das nicht mit anderen Sachen. Wirklich nicht. Also das fand ich ganz enorm. Das hat mich auch beflügelt, nun jetzt aber richtig weiterzumachen und bis es dann auch gelang. Und die Teddys, ich sagte das eben schon, die leben hier. Sie stehen zwar jetzt hier da, aber sie leben wirklich. Jetzt sage ich mal noch eine Frage. Dieser kleine Schwarze, hat der eine besondere Bedeutung? Nein, dieser kleine Schwarze hat nur diese Bedeutung, dass ich ihn heute hier gewonnen habe. Und diesen kleinen Schwarzen werde ich aber integrieren. Ja, der kommt, der wird noch seine Rolle finden. Den habe ich heute hier bei der Tombola gewonnen. Und außerdem noch, also es ist ein Witz, außerdem noch eine Bärenkerze, als wenn, Also, als wenn die los nochmal wusste, was das für ein Bärentisch ist. zu den Bären kommen wir mal die Bären. Ja, ist eigenartig, ne? Aber ist doch nett. Ich finde es gut. Mir gefällt es. Darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Ja, bitteschön.